Moin Moin und willkommen zu einem nächsten WM-Liga-Tipp. WM-Liga-Tipp, ist klar. WM-Tipp 2014 in Brasilien. Achtelfinale steht an und daher dementsprechend diese Teams sind alle weiter. Gruppensieger, Gruppenzweite. Ja, wer kommt weiter, wer muss gehen? Italien, Spanien, England. Unter anderem einer der großen Namen, die schon bislang aus diesem Weltmeisterschaft raus sind. Dementsprechend nicht mal bei den Tipps dabei sind. Los geht's mit meinen neuen Tipps. Das erste Spiel zwischen Brasilien und Chile. Tippe ich auf einen 2-1-Sieg der Brasilianer. Ja, auch wenn die WM-Historie sagt, dass es eigentlich ein klares Ding sein muss, denn Brasilien hat bislang noch nie gegen Chile verloren bei einer Weltmeisterschaft. Und warum denn heute? Erst recht, man spielt zu Hause. Ne? Also, das nächste Spiel ist zwischen Kolumbien und Uruguay. Das Spiel gab es bei der Weltmeisterschaft bislang einmal. Und zwar 1962. Uruguay gewann das Spiel 2-1. Ja, aber 62, Mann, ist das lange her. Ich glaube, kaum jemand von euch hat da noch schon gelebt. Ich tippe, dass Kolumbien gewinnt mit einem 1-0. Das nächste Spiel zwischen den Niederlanden und Mexiko. Ja, was soll man jetzt dazu sagen? Niederlande, Mexiko, bislang haben sie nur einmal gegeneinander bei einer Weltmeisterschaft gespielt. 1998 damals ging unentschieden aus. Niederlande hat das Spiel aber 2-0 geführt. Also, die haben das leichtfertig anscheinend aus der Hand gegeben. Ich weiß es nicht. Also, 98, das war meine erste Weltmeisterschaft, aber ich kann mich nicht mehr an dieses Spiel dran erinnern. Ja, ich denke, dass die Niederlande gewinnt mit einem 2-1. Vielleicht auch nach Verlängerung 2-1 oder nach Elfmeterschießen 2-1, aber 2-1 am Abschluss. Das nächste Spiel ist zwischen Costa Rica und Griechenland. Ein ja, neues Spiel. Beide kennen sich mal so entweder gar nicht oder man hat noch nie gegeneinander gespielt. Also eher, man hat nie gegeneinander gespielt. Vielleicht irgendwelche inoffiziellen Freundschaftsspiele, ne? Das kann sein. Aber fußballtechnisch hat man noch nicht gegeneinander gespielt. Costa Rica als völliger Überraschungskandidat, Gruppenerster geworden. Jetzt gegen die Griechen, die sich da so, ja, sagen wir mal, reingestolpert haben. Durch den Elfmeter in der letzten Minute sind sie dabei und die Elfmeterküste ist ausgeschieden. Ja, gegen Costa Rica wird es auch so sein. Ich würde mal sagen, das Spiel wird eng. Es wird nach 90 Minuten 0-0 aussehen. Nach Verlängerung gewinnt Costa Rica mit 1-0. Kommen wir nun zur nächsten Partie zwischen Frankreich und Nigeria. Ja, Frankreich. Die haben gegen Ecuador was richtig auf die Knöchel bekommen. Wer weiß, ob die jetzt alle fit sind. Aber ich denke schon. Ich denke schon. Nigeria jetzt im Achtelfinale. Schon mal ein Erfolg für Nigeria. Erst recht, weil man, wenn man jetzt die anguckt, wir alle irgendwie zwei afrikanische Teams. Nigeria als Favorit in der Hinsicht. Aber gegen Frankreich, das wird schwierig. Das wird schwierig. Obwohl man bislang das WM-Spiel gegen Frankreich schon mal gewonnen hat. Irgendwann mal. Schon ein bisschen länger her. Wird trotzdem Frankreich gewinnen mit 2-0. Kommen wir nun zum nächsten Spiel zwischen Deutschland und Algerien. Ja, normalerweise müsste man sagen, ach komm, Algerien, die haben sich reingestolpert. Russland war nicht in Form, Südkorea war nicht in Form. Deswegen ist Algerien halt dabei, weil die wenigstens ansatzweise in Form sind. Ja, aber Deutschland, Ich weiß nicht. Historisch gesehen hat Algerien 1982 Deutschland besiegt. Ja, kurz danach, nachdem Deutschland besiegt worden ist, gab es dieses Nicht-Angriffspakt zwischen Deutschland und Österreich, sodass Algerien ausscheidet. Sonst wären sie vielleicht 82 doch noch weitergekommen. So, also vielleicht bitterer Nachgeschmack. Aber heute kann man jetzt sich zumindest revanchieren für das Spiel vor 32 Jahren, das ist auch schon ganz lange her. Ich glaube, da ist auch noch kaum jemand auf der Welt gewesen von euch. 3-0. Kommen wir nun zu Argentinien gegen die Schweiz. Argentinien, ja, der Messi, der ist endlich in WM-Form mal. Also das hat man ja schon bei der WM 2010 erhofft. Das hat man bei der Weltmeisterschaft 2006 erhofft. Aber irgendwie, jetzt ist er endlich da, wo er hingehört. Er hat 4 Tore bislang erzielt. Gegen die Schweizer wird es wahrscheinlich noch Treffer Nummer 5 und Treffer Nummer 6 geben. 2-1-Sieg. Bei einer Weltmeisterschaft traf man bislang
86 haben wir aufeinander. Und damals hat Argentinien 2-0 gewonnen. Ja, heute 2-1, macht nichts. Kommen wir nun zum letzten Spiel zwischen Belgien und der USA. Ja, Belgien als Gruppenerster, Geheimfavorit, Geheimfavorit. Weiß ich nicht. Also, so Geheimfavorit, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Bislang war das so, dass diese Mannschaften gegeneinander 1930 gespielt haben, als letztes bei einer Weltmeisterschaft. Die USA hat damals ein 3-0 errungen. 30, also 1930, ey. Ich glaube kaum jemand, der jetzt noch da ist, hat das Spiel gesehen. Ich weiß nicht. Jetzt im Achtelfinale geht es wieder gegeneinander und ich denke mal, dass Belgien nach Verlängerung gewinnt mit 1-0. So, diese Ergebnisse sind nach Verlängerung oder nach Elfmeterschießen oder nach 90 Minuten, je nachdem, zählen allesamt, ne, als nach Verlängerung nochmal. Deswegen achtet darauf, es gibt kein Unentschieden, es gibt nicht ein 1-1. Das könnt ihr nicht tippen. Ihr könnt nicht 1-1 tippen, ihr könnt auch nicht 7-7 tippen. Ihr müsst euch schon entscheiden, ob die Heimmannschaft oder die Auswärtsmannschaft gewinnt. So ist das eben. Ne? Es gibt auch keine Punkte dafür, dass ihr sagt, oh, das Ding wird im Elfmeterschießen entschieden. Dafür gibt es keinen Punkt, wenn das Spiel nach Verlängerung oder nach regulärer Zeit dem entspricht, was ihr getippt habt. So ist das eben. So, mein Weltmeisterschaftstipp fürs Endspiel. Im Endeffekt ist es ja so, dass die Mannschaften jetzt gegeneinander spielen. Der gegen den, der gegen den, der gegen den, der gegen den und dann der Sieger von den hier gegen den hier und so weiter und so weiter. Ich denke mal, dass Brasilien auf jeden Fall sehr weit kommt, wenn nicht sogar ins Finale. Und auf der anderen Seite weiß ich nicht. Also ich denke, entweder die Niederlande oder Argentinien. Tendenz geht aber eher auf die Niederlande. Also Finale Brasilien-Niederlande und Brasilien wird die Weltmeisterschaft für sich entscheiden. Das ist mein Tipp. Stand jetzt. Natürlich kann sich das noch ändern. Eure Tipps gerne wieder unten in die Kommentarbox oder in der Tippgruppe. Ne? Ihr könnt immer noch gerne drum tippen. Wird da doch eng da oben. Naja, wir sehen uns dementsprechend zum nächsten Tipp wieder. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch und Abo. Bis dann und tschüss.